Wir haben jetzt hier 3x1 Meter Primo Chill, Primo Flex Tubing. Es gibt unglaublich viele verschiedene Varianten von Tubings. Das Ganze hier in der Variante hat einen Außendurchmesser von 15,9 mm und einen Innendurchmesser von 9,5 mm. Wieso jetzt genau diese Variante? Das liegt einfach daran, weil das der Standard ist, der hier von EK verwendet wurde bei dem Predator. Des Weiteren habe ich hier 4 Fittings. Wofür ich die brauche, zeige ich euch gleich, beziehungsweise werdet ihr dann beim Ergebnis sehen. Des Weiteren habe ich hier von EK noch einmal diesen Dummy bestellt, mit dem man die Wasserkühlung sozusagen einmal im Testdurchlauf außerhalb des Systems betreiben kann, ohne das Mainboard und das eigentliche System laufen zu lassen. Also das ist wirklich wie so ein Must-Have, also wirklich praktisch und kostet 1 bis 2 Euro. Also das wäre eine lohnenswerte Investition. Das hier ist genauso für denselben Zweck, also um die Pumpe anzuschließen. Also die 2 Kabeladapter sind notwendig, um das Ganze im Testdurchlauf außerhalb des Systems laufen zu lassen. Ich habe mich hier für rotes Tubing entschieden, kein Clear Tubing, einfach aus dem Grund, dass ich schon so viele rote Akzente in dem Bild habe und eigentlich alles mit roten LEDs ausgeleuchtet wird. Deswegen habe ich ein Clear Liquid ausgewählt, weil es einfach in dem roten Tubing nicht auffallen wird. Das Ganze reagiert sehr stark auf Licht und wenn ihr seht, das sieht im Licht wirklich hammergeil aus. 1 Liter wird definitiv ausreichen. Ich glaube, das Füllvolumen von dem Predator beträgt so um die 300 Milliliter. Also dafür haben wir genug da. Und beinahe hätte ich das hier vergessen. Und zwar ist das ein sogenannter Tube Cutter. Also daran denkt man vielleicht nicht, aber ich empfehle euch wirklich, sich so ein Ding zu besorgen. So, so sieht der Tube Cutter einmal in der Nahaufnahme aus. Also es ist nichts weiter als ein kleines Cutterblatt, das hier in diese Klemme eingelassen ist und damit könnt ihr relativ sicher und gerade einen Schlauch, so einen Tubing halt zuschneiden und ja, das Ganze passt hier gut rein, aber das kommt etwas später zum Einsatz. Darf man nicht unterschätzen und kostet auch wirklich nicht die Welt.